Hallo liebe Handballfreunde zur 434. Sendung von Sport in Schwerin. Heute hier aus der Reiferbahn, genannt die Hölle, wo der SV Grün-Weiß Schwerin auf den VfL Stade trifft. Das Hinspiel haben die Grün-Weiß-Mädels gewonnen und mal schauen, wie das Spiel hier vor heimischem Publikum ausgeht. Viel Spaß!
die Schiedsrichter und Sebastian Kremel und die Anwälten aus Seelsheide. Herzlich willkommen. Und auch das Kampfgericht Jennifer Gilles und Kerstin Gemann. Herzlich willkommen und uns ein schönes Spiel. Das heutige Punktspiel wird Ihnen präsentiert von der Firma Meierbau aus Nibisse. Herzlich willkommen zum Drittligaspiel der Grün-Weiß-Frauen gegen den VfL Stade. Im Hinspiel gab es im Stade einen 32-35 Erfolg für die Grün-Weißen. Wünschen wir Ihnen heute viel Glück, dass es auch heute zu zwei Punkten reicht. Erste sehenswerte Aktion, abgeschlossen durch die Nummer 77, Melanie Schester. Und sofort im Gegenzug, Loda Wenk über die zweite Welle erfolgreich, unentschieden 1-1. Da war das Visier noch nicht eingestellt von Vivian Erdmann. Aufgelöst auf zwei Kreise bei dort. Dann auch sofort der Versuch, über die zweite Kreisläuferin zum Erfolg zu kommen. Und da kommt es gleich knüppeldick, 7 Meter, 2 Minuten Strafe gegen Steffi Dube. Und so kommt es zum ersten Mal zum Duell vom 7 Meter Punkt. Julia Lupke gegen Noemi Nabilek. Nabilek pariert. Und der Nachwurf geht übers Tor. Gezogene Ecke, da war der Block noch dran. Ne? Und zwischen den Pfosten Katja Ex beim VfL hat damit leichtes Spiel. Latte, Glück gehabt. Benny Künzel passt auf. Legt ab. Auf Vivian Bartlau. Hier ist hier die Führung zum 2-1. Nabilek ist da. Nummer 9, gelbe Karte beim VfL. Anne Heinsohn. Na, das richtige Mittel ist noch nicht gefunden hier. Vivian Bartlau mit der Einzelaktion. Ex mit der tollen Parade zugunsten eines Einwurfes.
Zeitspiel. Und der Block war mit dran. Das heißt, wir bleiben beim Zeitspiel. Und auch dieses Mal Glück gehabt, dass der Ball Seitenhaus geht. Und da versucht die kleine Vivian Bartler aus dem Rückraum. Da gibt es sicherlich bei Grün-Weiß andere Optionen. Weggeworfener Ball. Möglichkeit für Grün-Weiß. Für Wendy Künzel die Möglichkeit. Und sie erhöht auf 3:1. Melanie Schuster am Boden, hat da einen mitbekommen bei der Wurfaktion von Wendy Künzel. Nichts Schlimmeres passiert. Melanie Schuster steht wieder. Und es geht weiter. Für alle Beteiligten. Auch Schuster auf der Platte. Und die nächste unglückliche Situation. Jetzt hat sich Vivian Erdmann verletzt. Hält sich den Knöchel. Wünschen wir auch ihr, dass es gleich weitergeht. Für sie wird wohl Dragia Glindo kommen. Erstmal nicht weiter für Vivian Erdmann. Die muss von der Platte getragen werden. Da hat der Knöchel doch etwas mehr abbekommen. Wünschen wir gute Besserung und viel Glück. Das wird nicht weitergehen bei Vivian Erdmann. Ich habe gerade den Knöchel gesehen, er ist unheimlich dick. Da haben die Grün-Weißen jetzt natürlich einen herben Verlust im Angriff- und Abwehrspiel.
Zu diesem Zeitpunkt wird Dragia Glindo die Aufgabe übernehmen. Und Nabilek steht ihre Frau dort hinten zwischen den Pfosten, ihre dritte Parade. Und hält Grün-Weiß auf Kurs. Ich hoffe, dass es nicht so weitergeht, sonst haben wir bald keine Spielerin mehr. Jetzt liegt Vivian Bartlow am Boden, hat da was am Kopf bekommen. Vivian Bartlow steht wieder. Personell wird das jetzt so ausschauen im Angriff. Dragia Glindo kommt über die halbrechte Position und dafür Joda Wenk über halb links. Geblockt wird dort kurz eine Ecke. Und da kommt er ansatzlos, der Hüpfwurf von Mandy Künzel. Er sitzt im kurzen Eck. Führung 4:1. Fehlpass. Geblockt. Gehalten. Und Ex leitet schnell ein, geht über die zweite Welle. Tolle Ablage zum Kreis. Da hat Lupke ein tolles Auge bewiesen. Spielt Heinsohn an. Heinsohn mit Treffer Nummer 2 für den VfL. Glindo mit dem Hüpfwurf erfolgreich, kurz und trocken am Mann abgezogen. Ex war noch dran, aber der Ball trudelt hinter die Linie. 5:2. Gute Abwehrarbeit dort von den Grün-Weißen. Toll gestört. Glindo pendelt ein bisschen zwischen defensiv und offensiv. Vielleicht das richtige Mittel. Und da geht es schnell. Zwei Passstationen. Und der VfL verkürzt zum 3:5. Erfolgreich Sarah Diesel.
Schrittfehler durch Künzel. Und wieder geht es schnell. Auflösung zum zweiten Kreis, aber es ist Platz. Und Nabilek mit der Parade gegen Neudwig. Und da versteckt man einfache Möglichkeiten mit den Fehlpässen. So eine Situation sollte man nutzen, um das Spiel ruhig aufzuziehen. Man hat keine Hast, man hat keine Eile, man führt mit zwei Toren. Die Abwehr ist gut. Lindo mit Gelb. Das ist ja auch seit dem Ball gespielt. Schiedsrichter haben das anders gesehen. Und die nächste gelbe Karte für Vivian Bartlau. Man könnte fast sagen, es geht heiß her hier in der Reiferbahn. Und Ball gewinnen, Ballverlust. Unnachahmlich. Einmal 1-1, zweimal 1-1 und dann der Torerfolg. Aber im direkten Gegenzug die Nummer 11 erfolgreich für den VfL. Tolle Ablage auf Daniela Ernst. Der Ball dreht sich ein Stück rein und der Treffer Nummer 7. Den Treffer für den VfL erzielte Lubke. Ja, bleibt nachzutragen. Nabilek mit der tollen Parade, der Nachwurf geht übers Tor. Oh, Steffi Dube. Saftlos, kraftlos. Und im Gegenzug 7 Meter. Rausgeholt durch Diesel. Und jetzt kommt zum Duell am 7-Meter-Punkt. Nabilek ist Sieger gegen Galle. Jetzt weiter gehalten, 7 Meter. Nabilek hellwach. Vorne im Angriff stockt es noch ein wenig. Am Trikot gezogen. Gelbe Karte für Anna Heinsohn. Und jetzt macht der Bidube es deutlich besser. Und das Team-Timeout vom VfL. Das 8 zu 4, das war auf unsere Nummer 17, Steffi Dube. Amai, ey, auf, schnell alle! Leute, wir haben gesagt, wir wollen hinten Kontakt ab der 9-Meter-Linie und nicht draußen um den Ball zocken irgendwo.
sondern das heißt, lasst sie kreuzen vor der 9-Meter-Linie. Aber wenn sie kommen an die 9, dann gibt es Kontakt. Im Innenblock, nee, sie müssen raus auf die Wurfhand, damit wir die Schlagwürfe kriegen. Ist das klar? Und vor dem Angriff konsequent Druck aufs Tor. Ich spiele mit dir Rückraum rechts, halb rechts, mit dir Rückraum links, du kommst runter. Ja? Abwehrangriffwechsel, wenn der nicht klappt, Manndeckung, Rückraum Mitte. Auf geht's! Zu 4 Führung für Grün-Weiß-Schwerin. Torschützin war Steffi Dube und die darauf folgende Auszeit vom VfL bezog sich sehr intensiv auf das Abwehrverhalten der Damen vom VfL. Dass man sie bei 9 Meter, über dem 9 Meter spielen lassen sollte, aber wenn dann jemand kommt, muss rausgetreten werden, um nicht Schlag- und Hüftwürfe zu kassieren. Vorne sollen große Kreuze gespielt werden und dann auf Kreisposition stoßen auf die Lücken. Schauen wir, ob dieses Konzept sitzt. Einfacher Ball für Nabilek, halbe Höhe. Gekreuzt, nochmal gekreuzt. Ah, Fehlabspiel, Künzel. Geht über Diesel. Diesel mit dem Auge. Mit dem Auge für Hoffmann. Aber noch ein besseres Auge, noch besseres Stellungsspiel bei Nabilek. Auf der Gegenseite Ex auch mit einer tollen Parade bei dem Wurf von Wenk. Die einen Schlag auf die Brust bekommen hat. Auf die Zähne beißen, Mädchen. Es geht weiter für Joda Wenk. Der Kreisläufer. Die Abwehrarbeit ist hervorragend. Daniel Ernst kassiert zwar die gelbe Karte, aber sie verhindert ein einfaches Tor. Keine Gefahr für Schweriner Tor. Auch mit der Parade auf der Gegenseite. Die Torhüter nehmen sich nichts. Jetzt müssen die Grün-Weißen aufpassen. Jede weitere Bestrafung wird eine 2-Minuten-Strafe sein. Wieder die Auflösung zum zweiten Kreisläufer. Und der gezogene Wurf von Hoffmann zum 5:8. Und im Gegenzug Daniela Ernst vom Kreis erfolgreich nach Anspiel von Winnie Künzel. Wieder die 4-Tore-Führung, 9:5.
Na, faul. Wenn wir diese ganzen technischen Fehler nicht hätten, jetzt gerade Wenk, ermöglicht dem VfL den Erfolg über die Kontersituation. Lubke mit dem Anschlusstreffer 6:9. Thormann jetzt auf der Mitte. Künzel halb links, Wenk auf halb rechts. Tolles Auge von Künzel, ganz weit über die Abwehr gespielt. Auf Wenk und die erhöht wieder auf 4:10:6. Da steht Nabilek alleine da, kassiert den Gegentreffer. Lara Witt war die Torschützin für den VfL. Nur noch 3 Tore vor. Erneut der technische Fehler von Wenk. Und Glück gehabt. Thormann und Bartlow passen wunderbar auf. Und jetzt Joda Wenk mit dem Erfolgserlebnis. Treffer Nummer 3 für sie und dem 11. für Schwerin. Wir sehen jetzt Wenk auf der Spitze. Wieder Auflösung zum zweiten Kreisläufer. Witt scheitert an Havilek. Das haben sie toll gemacht. Thormann und der Bedrängnis auf Ernst. Ernst leitet weiter auf Künzel und die hat einen Wackler. Und das Ding sitzt zum 12:7. Hier die Auflösung. Scheint ein probates Mittel zu sein. Vom VfL mit 2 Kreisläufern. Und schon ergibt sich die Möglichkeit für Hoffmann zum 8:12. Kommt das passive Zeichen her und parteiischen. Joda Wenk nimmt sich den Ball, feuert aus dem halben rechten Rückenraum ab und erhöht wieder auf 13:8. Thank you.
Ein Diagonalpass von links nach rechts. Und der Torerfolg durch Lubke. Zum Anschluss 9:13. Wenk mit den schnellen Händen. Ballsicherung abgespielt. Treffer, Dube. 14:9. Übertritt, Abwurf. Und ruhiger Spielaufbau. Sperre absetzen. Hat dieses Mal nicht geklappt. Auch die Auflösung hier auf zwei Kreisläufer. Tolle Ablage. Aber nur 9 Meter. Ante Thormann bekommt bei der Aktion einen Schlag auf den Hinterkopf. Es geht weiter. Einmal kurz geschüttelt. Hat Benny Künzel einmal ganz kurz angezogen. Die Ablage zu Vivian Bartlau. Die wird aufgenommen durch Distel. Und jetzt kommt zum 7 Meter Künzel gegen Ex. Ex pariert. Steht ihrer Kontrahentin gegenüber nichts nach. Erneut die schnellen Hände vom Wenk. Distel, Navilek. Da wird Künzel geblockt und es geht schnell da vorne durch die VfL. Anschlusstreffer 10:14. Heinsohn mit ihrem zweiten Treffer. Verletzung und Team-Timeout
für Grün-Weiß Schwerin. So Leute, also nochmal. Konzentration noch 3 Minuten bis zur Halbzeit. Wir sagen jetzt eine ganz klare Sache an. Das wird auch ausgespielt. Und dann, wenn die Sache, die Anzi sagt das an, ja, ganz klare Sache, wird gespielt vorne und dann müssen wir gucken, dass wir wirklich schnell zurückkommen. Die laufen uns einfach zu viele Gegenstöße hier. Wir laufen alle mit Blickrichtung zu unserem Tor. Die Abwehr beginnt schon in der anderen Hälfte. Also bitte. Komm wieder! Ja, hier, komm! Ja, da hat Andreas Bartlau kurz das Abwehrverhalten bemängelt. Hat gesagt, die VfL da am Laufen, zu viele Konter jetzt, bekommen keine wirkliche dummes Foul von Thormann. Logische Schlussfolgerung, 2 Minuten Strafe. Wie gesagt, sie können ohne Bedrängnis vorne zum Konter laufen. Grün-Weißen stehen weit hinter der Angriffsspielerin. Die klare Ansage war, die Abwehr beginnt schon in der gegnerischen Hälfte, so wie jetzt. Schauen wir mal, aber auch das reicht nicht. Denn Heinsohn markiert Treffer Nummer 11 für den VfL. Grün-Weiß in Unterzahl. Ex mit der Parade gegen Bartlau. Und Distel. Anschlusstreffer, 12 zu 14. 2 Tore über die Kontersituation nach dem Team-Timeout. Genau diese Tore wollte man jetzt vermeiden. 1,5 Minuten Verschluss, 1 Minute Verschluss. Künzel auf Ernst. Der sitzt. 15 zu 12. Zu einfach, ohne Gegenwehr. Kann Schuster einnetzen. 2 Tore wieder. Und noch 15 Sekunden zu spielen. Thormann zurück im Spiel. Noch 5. Wer wird es machen? Künzel. Über die Kiste. Halbzeitstand 15 zu 13. Für die Grün-Weißen. Grün-Weiß führt 15 zu 13. Zweite Halbzeit im Punktspiel Grün-Weiß-Schwerin gegen den VfL Stade. Halbzeitstand 15 zu 13. Ein herber Verlust auf der Seite der Grün-Weißen. Vivian Erdmann wahrscheinlich mit einem Bänderschaden im Knöchel seit der 10. Minute außer Gefecht. Aber momentan springt Joda Weng in die Bresche. Treffer Nummer 5 durch sie. 16 zu 13. Und Lubke erneut im Gegenzug, im direkten Gegenzug. Und auf den Fuß.
erfolgreich 14-16. Vivian Bartlau hat Glück, dass Distel dich dort auch nicht besser anstellt. Weggeworfener Ball durch Thormann. Und Künze steht goldrichtig. Wenk nimmt das Tempo raus, lässt sich festmachen. Spielaufbau. Mit einem kleinen Kreuz. Und der nächste weggeworfene Ball von Thormann. Witt wird gestellt durch Ernst und Dube. Und wir werden wohl gleich wieder Dragia Glindo sehen. Für Antje Thormann. Jetzt ein wenig unglücklich agierte. Lubke mit dem Schrittfehler. Künzel mit dem Pass. Aber auch dieser kommt nicht an. Es geht hin und her. Distel von außen. Nabilek-Parade. Ernst mit der Rettungstat. Und fällt dabei unsanft auf die Hüfte. Daniel Ernst steht wieder. Und es geht weiter beim Spielstand von 16-14. Der Wackler durch Thormann. Aber auch die Lücke wurde wunderbar geschlossen. Daher Deich kein Durchkommen. Jürgen Bartlau 1-1. Ex erneut mit der Parade. Noch kein Wurfglück heute bei Bartlau von der Außenposition. Künzel macht es besser im 1-1. Setzt sich durch. Und markiert den 17. Treffer. Tor 17, das war unsere Nummer 9, Vinny Künzel. Voll herausgespielt, aber Übertritt, somit Grün-Weiß mit Tempo nach vorne. Aber Antje Thormann agiert heute ein bisschen glücklos. Erst die technischen Fehler, die Abspielfehler. Und dann kommt die Auswechslung. Lindo für Thormann.
Gelenk wird geblockt. Der Abwehrverbund vom VfL steht, kommt doch mal ein Ball durch, pariert, Ex. Und Witt für den VfL zum 15:14. Kräftiges Durchatmen bei Joda Wenk. Grün-Weiß mit einer tollen Kombination. Warum nicht immer wieder so eine Abläufe spielen? Da kann Künzel ungehindert den Pass zu Bartlow spielen, die wunderbar eingelaufen war, bis zur halbrechten Position durch. Und dann ist sie erfolgreich zum 18:15. Witt wird durch Künzel geblockt. René Meinke hat heute ungemein viel zu tun, der Physiotherapeut der Grün-Weißen. Ich glaube, der muss nach dem Spiel heute auch duschen gehen. Distel. Navilek. Und auf der Gegenseite schnappt sich Marlene Hoffmann den Abpraller und verkürzt zum 16:18. Tempo raus, trotzdem die Auflösung. Zwei Kreisläufer. Glindo unter Bedrängnis. Kann sie den Ball zwischen den Pfosten platzieren. 3 Tore Führung. Lubke auf Distel. Und ich vermute, Glindo mit der 2-Minuten-Strafe. Die Zuschauer wollen sich mal haben, Distel. Jetzt setzt sie ihn kurz am Standbein vorbei. Nabilek ohne Chance, wieder der Anschluss, 17:19. Der VfL jetzt mit einer 5-1-Deckung. Dube von rechts außen. Gutes Wurfbild.
kurz geschaut und dann Aufsetzer am Standbein vorbei. Wieder 3-Tore-Führung. Witt steigt hoch und Witt netzt ein. 18-20. Ballverlust. Haben die gut Weißen gut gearbeitet. Es geht schnell. Der VfL schnuppert Morgenluft. Glindow füllt wieder auf. 6 gegen 6. Die Abwehr bleibt beim offensiven 5-1. Und ein weggeworfener Ball durch Wenk. Keine Probleme für Ex. Und Schuster verkürzt auf 19-20. Grün-Weiß strauchelt. Aus dem Rückraum, abgefälscht, Tor 21-19. Und Lubke im direkten Gegenzug, Treffer Nummer 5 und den 20. für den VfL. Ein Schritt nach links, ein Schritt nach rechts, dann doch hochgestiegen durch Künzel. Und sie stellt den 2-Tore-Rückstand wieder her. Offener Schlagabtausch. Schuster wieder mit dem Anschluss. 21-22. Jetzt der Torwartwechsel. Anna Pöschel für Nabilek, die in den letzten Minuten unglücklich agierte. Dube trifft. Von der Rechtsaußenposition. Wieder 2-Tore-Führung. 23-21. Die Lücke ist zu. Kein Durchkommen für Witt. Gebellt, dieser Wurf. Und der nächste Sitz mit Innenpfosten. Rein ins Glück. Marlin Hoffmann verkürzt wieder auf 22-23. So viel kann man gar nicht erzählen. Da setzt Svenny Künzel an zum Schlagwurf. Kurz und trocken über die Schulter gezogen. Und wieder 2-Tore-Führung, 24-22. Auch Künzels 5. Treffer in diesem Spiel. Hoffmann bleibt sicher und wieder der Anschluss 23-24.
auch beim VfB. Jetzt der Torwartwechsel. Elena Brückner jetzt zwischen den Pfosten. Künzel nagelt das Ding ans, an die Latte. Der Abpraller landet beim VfL und es geht wieder schnell nach vorne. Und da steht Glindo. Glindo hat gespitzelt, Glindo hat getroffen. Belohnt sich selber. Und markiert die zweite Torführung. Mann. Höschel ist dran, jetzt ist sie dran. Marie-Christine Schossig im Glück und der 3-Tore-Führung 26-23. Lupke, Lupke. Scheint nicht zu stoppen zu sein, Lupke im 1-1. Unheimlich agil, unheimlich beweglich. Und immer wieder setzt sie dadurch Akzente. Und die erste Parade vom Brückner. Aber auch Pöschel auf der anderen Seite mit der guten Reaktion. Wenk verzieht. Schossig, stopp. Die erste Welle. Witt, Pöschel. Einwurf, VfL. Glindo rechtzeitig bei Lupke. Hoffmann löst auf am Kreis. Passives Spiel angezeigt. Witt wird steigen. Und Pöschel taucht ab. Und Künzel setzt nach. Kurz angezogen durch Glindo. Und Künzel mit ihrem verdammt gefährlichen Rückwurf. Auf der Gegenseite Hoffmann. Mit dem Treffer für den VfL. Noch 11 Minuten zu spielen. 27-25. Ein Privatduell gerade zwischen Künzel und Brückner. Wenk bekommt jetzt ihre Pause in der Abwehr. Für sie Schossig. Im 5-1-Verbund. Applaus
noch Katharina Pahl erfolgreich über die Außenposition. Abgefangen. Und jetzt scheitert Pahl am Pfosten. Köschel und die Grün-Weißen im Glück. Es bleibt bei der 2-Tore-Führung. 28-26. Bei noch ausbleibenden 10 Minuten zu spielen. Und das Privatduell geht weiter. Künzel setzt ein nach dem anderen. Brückner ohne Chance. Also sobald man vorne was richtig macht, kassiert man hinten im Gegenzug den Gegentreffer. So bleibt der VfL dran. Der Treffer eben gerade von Melanie Schuster. Ihr Fünfter in diesem Spiel. Bartlow löst auf. Das wird eine enge Kiste hier. Lindo bekommt den 9 Meter. Lindo auf Bartlow. Bartlow bricht ab. Passives Spiel angezeigt, da muss die Aktion kommen. Und sie kann eigentlich nur von Künzel kommen. Eben mit dem Versuch der Ablage auf Glindo, die am Kreis eingelaufen war. Lupke muss kurz raus, hat einen Schlag auf den Unterarm bekommen. Künzel! Sie kann nicht nur unten, sie kann auch oben. Haargenau ins Dreiangel. Treffer Nummer 30 für die Grün-Weißen. Dem entgegenstehen 27 vom VfL. Und Ballverlust? Nein, nicht Ballverlust. Ballgewinn. Und wieder der Anschluss. 28-30. Torschützin, die Nummer 6, Jessica Galle. Künzel sagt den Spielzug an, positioniert sich ernst am Kreis. Der Gang ist nicht ganz aufgegangen. Kleine Unstimmigkeit im Laufweg. Wieder passives Spiel. Es kann über Künzel gehen. Und Künzel mit Treffer Nummer 10. 31-28. Künzel, Dreh- und Angelpunkt. Im Springer Angriff und im Wurfglück. Ballgewinn durch Dube. Die zu Glindo, die zu Bartlow. Und sie jagt das Ding in die Wolken. 31-28 Auszeit VfL. Leute, hey, jetzt müssen wir ein bisschen Kopf anschalten. Wir denken ganz ordentlich, wir greifen ganz ordentlich an. Aber wir müssen immer darauf achten, jedes Mal, wenn sie passiv kommen, kommt als letzte Lösung immer unten der Hüftwurf. Da müssen wir jetzt im Block mal ein bisschen schalten und auch vor mehr Gas geben, ja? Oder vorne im Angriff. Wir müssen jetzt nicht ums Verrecken bei der Risiko spielen. Wir greifen gut an. Guck, dass du in deine Bewegung reinkommst, gute Entscheidungen triffst. Schnell vor, schnell zurück und dann in der Abwehr erst mal zu Ende bringen. Das ist entscheidend. Mach ihn.
Wir greifen gut an, sagt der Trainer von VfL. Kader recht, 28 Tore. Kein schlechtes Zeugnis dafür. Wir sollen weiter ausspielen. Und über die Halbposition dann aufsteigen und zum Tor vollkommen. Schön aufgepostet. Und Pöschel mit einer Wahnsinnsparade. Kann den Ball noch gerade so an den Pfosten lenken. Den Abpraller nimmt Glindo auf. Glindo steigt da durch. Hat nur wenig Platz. Der reicht ja aber. 4 Tore Führung, 32-28. Von außen haben sie mit Paul eine sichere Schützin. Keine Chance für Pöschel. Wieder nur 3 Tore Vorsprung für Grün-Weiß. Jetzt klappt der Ablauf. Und jetzt ist auch Bartlow da. Was von außen nicht klappt, klappt heute als Einläuferin. Der zweite Treffer über diese Kombination. Da zeigt sie, wie wertvoll sie ist. Auch im Positionsangriff. Witt, genau das, was der Trainer angesprochen hat. Witt soll kurz nach außen ziehen mit dem ersten Schritt, den zweiten und dritten nach innen. Und dann steigt sie auf und hat leichtes Spiel über die Arme der Abwehr. Geht das Ding lang oben ins Eck, keine Chance für Pöschel. 30-33. Könnte man sagen, Künzel, Künzel, Künzel. Treffer Nummer 34. Und Paul macht weiter von links außen. Erneut keine Chance für Pöschel. Und es geht wieder über Künzel. Man hat die Kraft und Energie heute. Unglaublich. Sie ackert in der Abwehr. Sie setzt vorne die Akzente. Und hat dann auch die Kraft, eine Wahnsinnsquote hier zu werfen. Aber man kassiert natürlich auch direkt im Gegenzug über Schuster. Wieder den Anschlusstreffer. Kein Foul, sagen die Unparteiischen. Ballverlust. Und da kassiert die Bank vom SV Grün-Weiß die gelbe Karte. Mike Patz hat da ein wenig zu laut moniert. Abwurf. Erst die Parade. Von Pöschel.
zwei Minuten. Drei Tore Vorsprung. Es ist noch nicht in trockenen Tüchern. Kann viel passieren. Lino wirft den Ball weg und hat Glück. Bartlau kriegt unheimlich einen mit dort von außen. Kippt aus der Luft nach hinten, hat keine Kontrolle über den Körper. Und es gibt nur 9 Meter. Zurück im Tor beim VfL. Bartlau steht wieder. Man sollte sich nicht ärgern, man hat Ballbesitz, 1:30 vor Schluss, 3 Tore Führung. Man kann die Kiste jetzt hier in aller Ruhe nach Hause fahren. Kein voreiliger Torabschluss, keine unnötige Aktion. Dann sollte es hier heute reichen mit den 2 Punkten für die Schwerinerinnen. Glendo. Auf Menzel! Da kriegt sie ihre Einsatzzeit und nutzt sie. 4 Tore vor, 36, 32. Die Halle steht, die Hölle brennt. Grün-Weiß behält die 2 Punkte hier zu Hause. Ein Kraftakt. Pöschel noch einmal mit der Parade. Hat sich gut eingefügt ins Spiel. Von links außen war sie heute nicht ganz so glücklich. Aber trotzdem hat sie viele wichtige Bälle heute rausgenommen. Kann sich jetzt vielleicht nochmal auszeichnen. Nein, Ernst schmeißt sich auf den Ball. Ernst sichert den Ball. Und kriegt den Tritt mit dem Fuß an den Hinterkopf. Viele kleine Nicklichkeiten. In diesem Spiel. Es sind noch 5 Sekunden zu spielen. Vorsprung für Schwerin. 36 zu 32. 4 Tore. Die Kiste ist durch. Die Punkte in trockenen Tüchern. Nach dem Verlust von Vivian Erdmann in der ersten Halbzeit haben die Grün-Weißen das super gelöst. Und fahren 2 verdiente Punkte ein. Thank you.
36, soll ich nochmal anfangen? 36 zu 32, der Endstadt Grün-Weiß Schwerin gewinnt gegen den VfL Stade. Herzlichen Glückwunsch an den Trainer Andreas Bartlau. Bei mir ist auch der Trainer aus Stade, Matthias Kornes. Ihr wolltet was Neues probieren. Hat das geklappt oder warum hat es nicht zum Sieg gereicht? Erstmal Glückwunsch an den Sieg, an den Andreas und an Grün-Weiß, der sicherlich auch berechtigt war. Wir wollten heute zwar einige Varianten ein bisschen neu spielen, das stimmt, aber wir machen da auch keine Zaubersachen. Ich denke, wir sind zum einen an uns selbst gescheitert, zum anderen aber daran, dass der Gegner einfach mehr individuelle Qualität hatte als wir. Das müssen wir dann auch akzeptieren. Wir hatten viele Situationen, wo wir eigentlich in der Abwehr gut verteidigt haben, aber es nicht zu Ende gebracht haben. Und das war letzten Endes dann der Punkt, wo immer wieder, wenn wir rankommen konnten, dann gab es dann irgendwann wieder eine Schlagwurfqualität, die wir nicht verteidigen konnten. Oder dann kam eben auch mal eine individuelle Aktion, die wir nicht verteidigt bekommen haben. Und das war am Ende dann, denke ich, der Unterschied zwischen Grün-Weiß und uns. Und deshalb müssen wir auch sagen, haben wir es uns genauso sehr selbst zuzuschreiben, wie sicherlich auch dem Gegner, der heute einfach in manchen Belangen wacher und besser war. Herzlichen Dank. Vivian Erdmann hat sich verletzt in der 6. Minute, ist jetzt im Krankenhaus. Es gibt aber noch keine näheren Informationen. Es ist nur was Unangenehmes. Ja, also der Knöchel, der war faustdick und ich denke mal, das wird eine etwas ernstere Sache sein. Und sie konnte auch gar nicht auftreten. Und von der Warte her müssen wir erstmal abwarten, was das MRT sagt dort und im Klinikum. Was hat dann heute zum Sieg geführt? Wie habt ihr... Oder was war das Konzept, um Stade zu schlagen? Naja, ich habe in der Woche schon mehrfach im Training gesagt, dass wir am Wochenende hier auf einen Gegner treffen, der sich im Abstiegskampf befindet. Und die kommen mit dem Messer zwischen die Zähne. Und wenn sie Platz haben, haben sie auch das Zweite noch dazwischen. Und da ist es eben so, dass man eben auf eine kampfstarke Truppe trifft. Und es war ähnlich wie im Hinspiel. Es fallen viele Tore. Und für mich waren es auf unserer Seite ein bisschen zu viel Gegentore. Wir haben gerade im Gegenstoß, in Gegenstoßabwehr, einfach zu viele Gegentore kassiert. Und gut, dann der Ausfall von Vivian Erdmann, aber ich denke, die anderen haben das im Angriffsspiel heute zumindest so kompensiert, dass wir dort als Sieger von der Platte gegangen sind. Lisa-Marie Menzel, eingewechselt, eine ganz junge Spielerin, eingewechselt, gleich ein Tor. Was gibt es zu dieser jungen Dame zu sagen? Ja, die Lisa, die hat die letzten zwei Minuten nochmal Spielpraxis geschnuppert und ich freue mich auch, dass die Mannschaft das dann auch so gespielt hat, dass sie dann auch noch ein Tor machen konnte. Das fand ich in Ordnung. Lisa ist eine Spielerin, die das Zeug dazu hat, mal auf der Außenposition einiges zu bewerkstelligen. Sie hat hier im Pokalspiel gezeigt, dass sie 14 Tore werfen kann. Aber das ist noch nicht so weit. Die dritte Liga ist noch ein bisschen anders als hier im HVMV-Pokal. Okay, zu guter Letzt der Hinweis auf das nächste Heimspiel. Wird es ein Kracher? Mecklenburg-Derby, Rostocker HC wird erwartet. Das ist übrigens an einem Samstag, nicht an einem Sonntag. Am Samstag, den 28.04. 17 Uhr. Was für Tricks habt ihr auf Lager, um dieses Mal zu Hause dann auch zu gewinnen? Nun ja, es gibt da gar nicht so viel Tricks. Wir wollen natürlich unser Heimspiel gewinnen und gerade einen Derby-Sieg wollen wir einfahren. Wir haben in Rostock 36 zu 30 verloren. Das ist ausgiebig ausgewertet worden und ich denke, hier zu Hause müssen wir die Rostocker einfach schlagen. Aber wie gesagt, das ist auch wieder Abstiegskampf pur und da muss man sich auch körperlich darauf einstellen, dass man dann bei der Sache ist. Alles klar, dann dafür viel Erfolg. Ich hoffe, wir sehen uns alle wieder am 28. April, 17 Uhr, hier Anwurf gegen den Rostock HC, das letzte Heimspiel in dieser Saison. Vielen Dank, Andreas Bartlau, vielen Dank, Matthias Kornes. Uns allen noch einen schönen Sonntagabend. Applaus